Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Room Tolova 2 mit Makedonien. Und ja, fröhliche Weihnachten, ne? Also, heute, oder wenn die Folge rauskommt, ist gerade der zweite Weihnachtsfeiertag. Ich hoffe, ihr habt schön gefeiert, ihr habt schöne Geschenke bekommen und es war nicht so stressig für euch oder für die Familie. Und überhaupt, dass ihr ja mit der Familie feiern konntet, das ist immer, finde ich immer ganz schön, wenn alle wieder zusammenkommen. Gut, ja, in letzter Zeit kamen die Let's Plays sehr dürftig und kleinkariert rüber, glaube ich. Nicht mehr so regelmäßig. Und deswegen wollte ich mich nochmal entschuldigen. Die Arbeit vor Weihnachten war einfach super heftig und nichts hat geklappt und war alles irgendwie blöd. Deswegen tut mir leid. Jetzt werde ich auch bis zum... Also heute, am zweiten Weihnachtsfeiertag, werde ich nochmal von jeder... Von jedem Let's Play eins hochladen, also das heißt Makedonien, Sparta, dann Wildlands, dann Borderlands und so weiter. Also wenn ich schaffe, mal schauen. weil wir fahren, also ich und meine Geschwister und meine Eltern fahren zu meinen Großeltern oder zu meiner Oma. Opa ist nicht mehr da. Deswegen... Ja, und da bleiben wir eben bis zum Schluss des Jahres. Deswegen, ja, viel, viel Gelaber. Jetzt spielen wir doch mal weiter, Tobi, ne? Wir spielen jetzt mal weiter. Gut, genau, hier können wir eigentlich mal... Nein, das hat er jetzt nicht gemacht. Das könnten wir jetzt eigentlich spielen, oder? Wird eine interessante... Schlacht. Ich glaube, das wird sogar eine gute Viertelstunde oder gute halbe Stunde dauern. Weil der hatte knapp 5000 Mann in diesem kleinen Ort drin. Oder noch nicht ganz im kleinen Ort. Was gut ist, ist, dass seine Armee hier draußen ist. Also auf dem Nebel wollen wir nicht. Nee, meine Katapulte sollen was treffen. Was gut ist, ist, dass seine eine Armee eben draußen ist. Also hier auf dem Meer. Und meine ist hier draußen. Genauso wie seine auf dem Meer. Und das könnte ein großer Vorteil sein. Uiuiui. Unsere Verstärkung ist eingetroffen. Der hat irgendwie, der wusste irgendwie nicht, was er machen soll, ne? Oh, geil. Die kommen gerade raus und werden angegriffen. Von wem denn? Ah, von den Katapulten. Aber wieso werden die angegriffen? Die sind doch, unsichtbar. Okay, hier fange ich mal an zu landen. So, und hier fange ich mal an zu rammen. Der ist zum Glück ziemlich verwirrt gerade. Das nutze ich natürlich aus. Ich glaube, die brauche ich sogar gar nicht. Die da brauche ich auch nicht. Die sollen dann auf das Tor da schießen. Unterstützungsschiffe zu euch!
eure Dienste. Befehle? Ich erwarte eure Befehle. Unterstützungsschiffe zu euren Diensten. Kommandantenschiffe. Ja, irgendwie backt er sich da fest. Welche Männer? Ja, okay, das ist ja noch nicht. Sehr schön. Alles sehr schön. Genau. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. So, was schwierig sein wird, ist, dass... ist, dass hier eben Katapulte und so weiter sind. Das heißt, meine... Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Meine Landung wird ein bisschen unter Artilleriebeschuss leiden, sag ich mal. Unterstützungsschiffe bereit. So. Gut, 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 gut. Ups. So, hier landen schon mal die ersten. Schießen die schon? Ja, sehr gut. Okay. So. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Oh nein. Von den Schiffen. Scheiße, das ist der. Das ist die Artillerie von dem. Verdammt. Schiffe zu euren Diensten. Ist, ich muss wirklich die komplett vernichten und kann nicht zuerst auf den gehen. Ah, krass, dass der es wirklich geschafft hat. Eine komplette, also ein Schiff zu vernichten. Ich weiß, dass da ein Turm ist, aber die Flotte ist ja jetzt nicht so wichtig. Stolze Söhne Makedoniens! Ja. Feuerkraft bereit! Unser General wird angegriffen! So, die... Komm mal hier hin. Mal dahin. So, gut, gut, gut. Gut, die haben wir noch genug. Die haben noch genug Munition, dass sie wirklich Schaden machen. Warte, ich haue mal selbst. Kommt der überhaupt so weit? Ja.
So, einfach Dauerfeuer auf. Auf den Turm. Warte ich schon mal kurz, ob der überhaupt Schaden macht. Ja, 20%. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Warte ich, ich gehe mal da jetzt. Nee. So. Währenddessen trinke ich mal was. Ich kann halt gar nichts mehr sehen wegen den ganzen Fahnen hier. Soll wehtun. Sehr gut. Und dann hol ich mir mal. Nee, das war dämlich. Und jetzt das Tor weiter. Und der schießt ja nicht gerade. Gut. Du lass mal auch reinkommen. Die schießen einfach nicht mehr gut. So, dann stelle ich mich mal hier auf. So. Das sind alles wunderbare Fernkämpfer. Ich habe sehr viele Fernkämpfer. So. So. Ich habe echt wenig Nahkämpfer. Das könnte mir zum Verhängnis werden. Die Kavallerie kommt jetzt auch mal. Torschaden ist schon ganz gut. Hier ist sind Katapulte. Okay, warte. Komm mal her. Weil das Tor ist, ja, okay, dann schießt du halt da drauf. Die wollen nicht. Die wollen einfach nicht auf das schießen und ich kann auch nicht schießen. Na gut. Dann bleibt es halt. Da bleibt es halt so. Mal. Jetzt noch die Tore, die Türme, Entschuldigung, und dann kann ich stürmen. Interessant wird es jetzt zu sehen, wo seine ganze Armee ist. Das ist auch nochmal interessant. Gut ist, dass er seine Katapulte ziemlich idiotisch aufgestellt hat. Also am besten wäre es hier oben gewesen. So, nach hier. Also er hat ja gesehen, dass ich von hier komme. Und ich hätte auch hier landen können. Aber das hätte ich vom strategischen her schon mal ausgeschlagen, weil hier ist ein Nadelöhr. Also ich hätte hier die Mauern zerstören können, ja. Aber dann hätte ich mit meiner ganzen Armee hier durchgehen müssen. Und ja, da hätte er einfach den Eingang zumachen können. Und das, ich kann eigentlich vorspulen. Vorspulen. Der backt einfach rum, ne? Der feindliche Turm wurde zerstört. So.
Ist ja echt komisch. Okay, erster Turm ist weg. Zweiter Turm ist auch weg. Der feindliche Turm wurde zerstört. Der Turm wird jetzt auch bald weg sein. Und ich mache hier noch einen zweiten Eingang. Wow. Das habe ich hier gar nicht gecheckt, dass der... Die checken das auch wieder nicht. Ah, na gut, dann wieder zurück. Und ja, jetzt hier nochmal drauf. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Okay, der stellt sich schon auf, aber ein bisschen komisch. Okay. Der feindliche Turm wurde zerstört. Feuerkraft bereit. Gut, und dann fange ich mal schon mal an. Also, Hopliten, Hopliten, Hopliten. Ich habe nur Hopliten oder was? Ha. Ich habe nur einmal Piken. Nee, zweimal Piken. Okay, ich dachte schon, hä, wieso nur einmal Piken? Die bleiben mal schön hier. Und dann... Stimmt, die Bogenschützen. Die kommen auch her. Die Peltasten. Die kommen hier hin, die... Auch. Die kommen auch hier hin. So. Der ist einfach. Die Mauern sind durchbrochen. Ja, ich will ein bisschen größeres Loch. So, das Problem ist jetzt hier. Die gesamte Einheit ist umgekommen. Ich glaube. Ich glaube, das wird immer noch durch, durch Dings, ne? Durch den Feind kontrolliert und dann kommt da Öl runter. Ich, probiere mal kurz das aus, ob da wirklich noch Öl runterkommt. Wenn nicht, dann schicke ich meine... Oh, da sind noch... Schicke ich meine Pikiniere vor. Stolze, schöne Makedonien, Angriff! So, kommt da Öl runter? Stolze, schöne Nein. Makedonien, wie Gut. Ihr befehlt! Gut, sehr schön. So, die... Kavallerie. Königliche Peltasten. Wir erwarten eure Befehle. Königliche Peltasten. Nahkampfinfanterie. Die Kavallerie kann eigentlich auch reinkommen. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Bitte sagt mir, dass ihr die Piken anhabt. Ne, haben sie nicht. Weil die sind nämlich super dämlich. Die sind nämlich ultra dämlich. So. Königliche Peltasten! Ja.
wie ihr befehlt. Idioten. Idioten. Obliten. Befehle! Kommt Kavallerie herein! So. Das wird noch sehr interessant hier. Sehr schön. Königliche Feldtasten! Hetairenreiterei! Königliche Feldtasten! Hetairenreiterei! Kavallerie! So, die gehen mal jetzt weg. Die können ruhig hier. Was macht ihr denn, Jungs? Das ist ja voll idiotisch. Schieß einfach hier weiter. So. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Wollt ihr nicht weiter schießen? So, das ist schön. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ich hol mal die Hopliten ein bisschen her. Ihr dürft Pfeil schon reiten, ne? Und nicht Schneckentempo machen. Da kommen jetzt alle so ein bisschen Problematik. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Dann mache ich das mal. Oh, die haben sich schon wieder gebuckt. Festgebuckt. Natürlich nicht so super. Sind nur noch Nahkämpfer, okay, krass, wusste ich gar nicht. Die sind anscheinend dann alle hier hin. Aha, sehen wir mal hier, was da noch alles kommt. Dann schicke ich die mal nochmal raus. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. So, ja, wobei die können eigentlich versuchen, hier dahin zu schießen. Ringelkische kleinen Typen. Königliche Krieger erwarten euren Befehl. Ich erwarte eure Befehle. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Und, ich hol mal. Kommandant, bereit zum Einsatz. Die da. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. So. Ja, das ist echt ein bisschen negativ. Verzehnt euch! Klappe in der Geschwindigkeit!
muss versuchen, das schnell zu schließen hier. So. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Zu euren Diensten! Schnelles Marschieren! Etairenreiterei! Etairoi! Doppelte Geschwindigkeit! Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. So, jetzt mal da einfach überlaufen, überrennen, überschnabbern. Und dann... Alter, hört mal auf damit, ne? Lass das mal. Hier, geht mal da jagen. Die Pelltasten müssen jetzt nach oben. Ich muss jetzt versuchen durchzubrechen zu den Fernkämpfern. Da die restlichen. Welcher? Achso, ja, der checkt es nämlich nicht, dass er angreifen soll und nicht einfach so da stehen bleiben soll. So, okay. Wobei. Stimmt, die sollen ja hier weitergehen. Kavallerie, doppelte Geschwindigkeit! Königliche Scheiße, die sind Pikinier. Weiß nicht, ob die das schaffen. Wir gehen da außen rum, also um den Block rum. Ja, das ist so. Könnt ihr jetzt bitte mal diese blöden Spartaner hier platt machen? Und ihr geht um den Ding herum. Drumherum. Ihr kommt zurück. Also jetzt hier in Ordnung. Echt jetzt? Durchbrecht die Linien! Das ist nicht sehr gut. Bogenschützen! Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Aber okay, das sind nur die Speertypen. Aspers Hetairenreiterei! Hetairenreiterei! So, der. Der unsere Männer auch. Fliehen vor der Schlacht! Das ist ein schändlicher Anblick. Sehr schändlich. Ja, okay, du bleibst hier. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht! Was halt er versuchen, in den Rücken von ihm zu kommen. Ja, der hat sich natürlich wieder gesammelt. Du bist ein schändlicher. Wo sind die hin? Die holen sich mal das da. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Wie dumm. Wie dumm. Einfach die Phalanx von den Typen ausmachen. Das ist so das Dümmste, was die machen können.
Einheit ist umgekommen. Ah. Schön. Die Krieger erwarten euren Befehl. Zu Befehl. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Obliten, Pikinier, okay. Mal kurz in den Rücken pieksen. Bereit loszureiten! Wie ihr befehlt. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Das darf man eigentlich nicht machen mit der Kavallerie, so bescheiden reinreiten in die Phalanx. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Aber ich muss seine Phalanx quasi aufbrechen, damit meine Einheiten dann in seinen, also in die Zwischenräume kommen. Ich erwarte eure Befehle. So, ich glaube, das war's jetzt. Alter, was für eine Arbeit. Das ist ein schändlicher Anblick. Oh Gott. Gut. So. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Ach, ja, natürlich, natürlich, natürlich. Bleibt Information. Victoria, gib uns dein Geleit. Raus da. Erstmal Pikiniere gegen Pikiniere. So, und jetzt was. Gut, jetzt aber. So. Und natürlich war das noch nicht alles. Hier sind noch welche. Ja, aber ihr dürft jetzt langsam gehen. So. Gut. Was für eine Schlacht. Ja, es lief gar nicht gut. Überhaupt nicht gut. Ah ja, passiert.
teurer Sieg, ja. Pyrrhus-Sieg. Aufgestellt 3000, Verlust 2,7. Aufgestellt 4,8 und 4,7 verloren. Ja. Also, ja. Sehr schlecht. Ehrenhafter Tod. Admiral, das ist egal. Admiral, das ist egal. Gut. Hier habe ich halt richtig, richtig viel verloren. Schade. Aber er hat eigentlich fast alles verloren. Gut, das ist Steuermänner. Das ist mir egal, wer das ist. Machen wir mal den. Gut. Krass, wir sind ja jetzt richtig groß. Machen wir Militär. Okay, das andere passt. Bitte hier rein, ja, danke. So. Und ja, das war eine halbe Stunde, ne? Gut, dann würde ich mal sagen, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wie gesagt, noch schöne Feiertage euch. Und ja, jetzt nehme ich nochmal Sparta auf und schaue, was ich da alle... was ich da alles noch erreiche. Ihr könnt gerne da zuschauen, wenn ihr wollt. Gut, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, wie gesagt, ich wiederhole mich und bis zum nächsten Mal. Bye bye. Die Rache. Was macht die da unten? Die Rache kommt jetzt mal da hoch. Nach Italia. Gut, bye bye.